Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hans Tolten. Der Heuschreckenschwarm. Die Heuschreckenwolken kamen näher. Aus gewaltiger Höhe löste sich allmählich ein Schleier und sank langsam zur Erde herab. Er bestand aus unzähligen, durcheinander wirbelnden Pünktchen. Es waren die herabgleitenden Heuschrecken. Nun hatte sich die Wolkendecke noch mehr herabgeschoben, und der Schleier, der bis auf die Erde hing, begann sinnverwirrend zu flimmern von den Abermillionen silbergrau schimmernder Heuschreckenflügel. Im Nu war die Wolkendecke über uns. Die Sonne verdunkelte sich, und in dichten Schauern, wie Tropfen bei einem Gewitterguss, prasselten die Heuschrecken zur Erde und überzogen die Landschaft mit einer rostbraunen Schicht.